Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Kane denkt, dass Taylor hinter dem Angriff auf die Geheimstation steckt. Müsste sein DNI ihr nicht seinen genauen Standort verraten? Kane sagt, sie sind abgetaucht. Irgendwie müssen sie ihre DNI-Verfolgung abgeschaltet haben. Genau, das hatten wir schon gehört, deswegen machen wir jetzt einfach direkt weiter mit der nächsten Mission. Und dort gehen wir jetzt hin. Die Säuberung der Station deutet darauf hin, dass Taylors Team kompromittiert ist. Wir haben über 5 Jahre lang mit ihnen gedient. Wir kennen sie. Die drehen nicht durch. Es sind die Immortals. Das ist ihre Art zu morden. Taylor, Immortals, ganz egal. Sie haben die Datenträger der Station. Wenn wir sie haben, werden die Überwachungsfeeds es zeigen. Hendrix, hast du doch Kontakt? Kommen wir so an die Gurs ran? Ich kenne einen ihrer Datenhändler, Danny Lee. Gerissener Bastard. Aber gute Verbindung. Nutz deinen Charme und bring uns rein. Sind wir drin? Kann Kane die Laufwerke aufspüren? Das müsste jetzt Mission 4 sein, glaube ich. Protokoll Echo, das vertretbare Maß an Provokation ist erreicht. Aktive Mission, Tag 1, Biokoppel in Singapur immer noch. Die 54 Immortals waren noch nie stärker. Singapur-Streitkräfte, CIA, an uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie Jay Zhong? Jay Zhong? Der wurde ewig nicht gesehen. Vergesst den verdammten Jay Zhong. Wieso sollte ich an euren Robotern interessiert sein? Das ist die beste erhältliche Robotik. Code Schwarz. Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr gut. Hey, noch eine Runde für uns. Aber Dali. Wer hätte das gedacht? Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurückgehen, hä? Ich weiß doch Bescheid. Über die üble Geschichte der Kuhzone. Du dämlicher Idiot! Alter. Du beschämst uns vor unseren Gästen? Locker bleiben, Danny. Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Du weißt doch, dass das Winslow-Abkommen die allerbeste Kampftechnologie hat. Winslow-Abkommen? Das Winslow-Abkommen ist wertlos innerhalb der Kuhzone. Wo waren sie, als so viele starben? Als die SSK uns im Stich ließ und die Mauer baute. Alter. Ich brauche Zeit, um die Datenträger zu finden. Weißt du, wer hier war? Die 54 Immortals. Sie haben aus dem Chaos etwas erschaffen, haben diesen Park genommen. Und die Solarenergie dieser Superbäume umgeleitet. Ohne die Immortals hätten wir in diesem Drecksloch nicht einmal Strom. Als es keine gab, gaben sie uns Hoffnung. Ja, dank der CDP-Unterstützung ist dieser Hafen jetzt das Herz ihres Waffenschmuggels. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber eins sage ich dir. Wenn dich ein alter Freund verlässt, brauchst du neue Freunde. Jo. So sieht's aus. Mal sehen, was eure Roboter können. Vielleicht können wir uns einigen. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Gumin, Gush Yolan. Welche Überraschung. Ich wusste nicht, dass sie kommen. Und dass eine Winslow-Abkommen-Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Was auch immer sie gehört haben, das stimmt nicht. Wir suchen keinen Ärger. Wir sind ungebunden. Ersparen Sie mir Ihre Lügen. Sie und Ihresgleichen haben viele von uns getötet. Es gibt keine Vergebung! Glauben Sie, wir wissen nicht, weshalb Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Jetzt! Yeah, endlich Action hier. Boah, Alter. Ja, da seht ihr unsere Roboter. Plan B? Plan B!
Kane, initiiere Sekundärprotokoll Echo 2. Ich dachte, du wärst deine liebe Freundin. Ja, war er. Das dachte ich auch. Robotertrupp aktiviert Sturmmodus. Boah, direkt eine Granate zum Frühstück. Ich hoffe, du hast den Datenträger lokalisiert, Kane. Hier wird es ziemlich heiß. Hab sie. Der Serverraum in Pflanzenberg. Mitten im Herzen ihrer Operation. Kratzt ab, ihr Schweine. Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das nie Requisitionskorps ist in der Stadt. Soll das sein? Sind die auf Urlaub hier? Jawohl, lauf! Lauf, Roboter, mach die Bude frei! Oh, da liegt was. Oh, verzierter Schlagring für unsere Sammlung. Das ist was Tolles. Den brauchen wir hier auf Veteran auch dringend. Oh Mann, ey! Lauft mal genau in die Schussbahn, ihr Scheißroboter. Scheiße, Roboter. Ich will Will Smith oder so. Schon wieder, guckt da das an. Sind die programmiert worden, um hier in die Schussbahn zu laufen oder was? Ja, danke. Ihr hilft am Magazin an dem eigenen Verbündeten verballert. Dann kann das ja nichts werden. Boah! Was für ein Spawn, ey. Super! Ah, Mann, ey! So. Hab sie. Der Serverraum im Pflanzenberg. Sehen da oben. Mitten im Herzen ihrer Operation. Und was finden wir das Modulan genau dahin? Die Überwachung zeigt CDP-Verbindung voraus. Das niere Revisionskorps ist wohl in der Stadt. Soll das ein Witz sein? Sind die auf Urlaub hier? Ah, den müssen wir nicht wieder aufnehmen. Cool. Das ist schon mal gut. Oh, ey. Ey, das ist saublöd mit den Robotern. Echt, das geht mal auf den Sack. Schnauze, das Eats. Diese Waffe hier ist geil. So, versuchen wir von oben durch. Wir haben eine bessere Übersicht ein bisschen. Vielleicht. So, Roboter, macht ihr den Rest, Jungs. Wow! Kriegsherr, scheiße! Oh, das hat mich auch eben so weggeblättet. Da ist er. Die Sau. Ja, klar. Klar, klar. Oh, ich hasse Kriegsherren, Leute. Ich hasse sie. Oh, die kriegen wir auch noch down. Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe wieder die falschen Cybercards dabei. Oh, fuck. Nein! Ich hab grad noch eine Granate nachgeschmissen. Wie ging das nochmal mit dem Taktikmodus? Ah, hier. Schön durch sieben einfach mal eine Runde. Da Gegner, ey. Oh, der Kriegsherr da oben. Meine Fresse. Ja, da ist irgendwas dazwischen. Da kann ich ihn nicht treffen, anscheinend. Ah, jetzt habe ich ihn getroffen. Jawohl. Tango down. Oh. Was ist denn das jetzt? Nein! Wer hat mich denn da nochmal getroffen? Oh Gott, ey. Ist das hier eine Stelle? Ja, hier kommt das Veteran-Feeling auf. Ja, ich merke, dass es ziemlich heiß wird. Was ist denn da oben mit dem Ding? Kann ich das... Ja. Also wir müssen irgendwie an diesen Kriegsherr da rankommen. Komm, lauf hier rum. Oh, oh.
Da kommen ja die Treppen runter. Da oben ist der Kriegsherr. Wir versuchen den mal... aus sicherer Entfernung. Ja, scheiße, wir werden auch hinterlaufen. Also müssen wir... irgendwie müssen wir mal gucken, wie wir da am besten... Boah, ja, ja, ja. Die Granate vergessen am Spawn. Verdammte Scheiße. Spawn der jetzt. Ich hoffe, du hast den Datenträger lokalisiert, Kane. Hier wird es ziemlich heiß. Hab sie. Der Serverraum im Pflanzenberg. Ihre Operation. Was wetten wir, dass Gojulan genau dahin geht? Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das nie Requisitionskreuz. So, gucken wir das von unten erstmal säubern. Sind die auf Urlaub hier? Granat zurückwerfen! Was ist denn eigentlich mit dem da oben? Der ist von uns, oder? Wir müssen halt gucken, dass uns hier keiner hinterlauft. Das war blöd eben. Könnte man nämlich von hier auf den Kriegsherrn schießen. Aber der taucht erst auf, wenn wir ein bisschen näher sind, glaube ich. Kratz ab. Ja, nee, klar. Der steht überhaupt nicht mit dem Gesicht zu. Man dreht sich rum und ich bin direkt tot. Unglaublich. Arschficker. Ups, sorry. Er geht mir aber gerade echt ein bisschen auf den Sack. Alter. Was wetten wir, dass Gojulan genau dahin? Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das Inquisitionskorps ist wohl in der Stadt. Soll das ein Witz sein? Sind die auf Urlaub hier? Jo, bestimmt. Singapur ist immer schön zum Urlaub machen, vor allem wenn das Blei tief fliegend bleibt. Ja komm, dann rück doch vor. Eins, zwei und im Chor. Wir lieben das Marine Corps oder was? Haut jetzt ab! Boah, endliche Granate! Boah, Mann, Alter, hast du mich erschrocken, du Arsch! Alter, hier kommen endlos Leute. Abartigst. Hey cool, der trifft mich nicht, oder? Doch. Ja, der Warlord gepistelt. Ja, geil. Da unten durch die Schießscharte durchschießen. Komm, lad schneller nach. Haben wir ihn, ja. Kriegs... Warlord down! Warlord down! Oh. Sieht sie aus. Sieht ja eigentlich recht gut aus. Nur nicht zu vorschnell handeln. So, jetzt müssen wir ja nur noch hier rauskommen gegen, glaube ich, normale Gegner. So sieht's mal aus. Teilen wir ein paar Header. Jawohl, sehr schön. Das hört sich gut an. Rückzug ist immer gut. Vor allem, wenn das die Gegner machen. Oh, da hinten liegt noch irgendwas zu mitnehmen. Oh, schön. Wie viele Sammlerstücke gibt's denn hier? Oh, 6 Stück. Ja, cool. Gibt, glaube ich, irgendwo eine Trophy für alle Sammlerstücke in einer Mission oder so. Ach, laden! Black Ops Sondertrupp. Wo ist Geschütz? Scheiße. Ich hasse Geschütze. Eine Granate liegt auch noch hier rum. Oh! Ja! Ja, ja, ja. Oh, die Granate war gut, oder? Hey, warte mal. Da kommen wir nicht weiter.
Alter, ich kann das Geschütz nicht hacken. Oh, doch. Oder? Nee, war ich nicht. Da ist wieder... Boah, der hat die Granate gerade in die Luft gepfeffert. Gerade im rechten Moment den Dippen vom Schädel geschossen. Alles okay. Alles okay, okay, das ist okay. Alles okay, sind wir okay. Oh, gehen wir doch kurz in die Bude gucken, so ein bisschen nach den Sammlerstücken Ausschau halten, ist ja gar nicht verkehrt. Achtung, 54i Verstärkung nähert sich. Was haben wir hier? Oh, Manowar, das ist eine coole Waffe. Tauschen wir mal gegen die Pistole. Und weiter geht's. Hilfe, bitte! Was ist denn los mit euch? Alter! Ach, das waren die mit den Dingern auf dem Kopf. Mit den Sprengsätzen am Hals. Wie bei welchem Film war das? Bei Battle Royale? Wenn man gewisse Zonen überschreitet und versucht zu flüchten, das ist ja fast wie Tribute von Panem, dann explodiert einem der Schädel eben vom Hals runter. Oh! Oh, oh! Alter, war die... Ziemlich genau gekommen, die Granate hier. Was ist denn hier? Kann man denen helfen? Wo ist denn der? Oh, Spray ohne Ende. Ey, euch ist nicht mehr zu helfen, oder? Ja, ja, immer schön vorrücken. Oh. Alter, Verwalter. Alter, was? Wo kamst du denn her, Freundchen? Gebe Deckung, los! Ich treffe den nicht, weil ich ihn nicht sehe. Und der ganze Bude wackelt hier. Oh Mann. Ja, dann hol ihn dir. Aber ganz schnell. Oh. Schon wieder ein Geschütz. Oh Mann, wie konnte ich das überleben? Oh Mann, er ist hier Action. Mit diesem Kinetikkern nichts anfangen, den müssen wir unbedingt ändern. Alter, was ist denn los? Die fressen, ey. Das war schon wieder ein Kriegsherr oder was? Alter, die gehen mal auf den Sack. Die sind so überrissen. Oben der Raketenwerfer. Raketenwerfer weggemacht und dann tot. Super. Jawohl. Die ganzen Türme auseinandergenommen. Ja, das ist ein Kriegsherr. Denke ich mal. Ja, ist er. Oh Mann, ey. Wo ist er hin? Kaum klein zu kriegen, das Ding. Hey, treffe ich ihn nicht mehr, warum? Jetzt habe ich ihn wieder im Visier gehabt. Der steht da. Das ist voll Stellungskrieg gegen die. Boah! Fuck, Alter, aber wenn die einmal haben, ne? Komm, mach ihn down. Das gibt's auch gar nicht.
Kratz ab! Mann! Gibt's doch nicht. Ist doch nicht dein fucking Ernst. Komm ich hier nirgends hoch, oder was? Oh Mann, ey. Munihör nachholen hier für den. Halten für Dingo. Was denn das? Eine Waffe. Oh, ha! Ha! Muss wenigstens nicht mehr alle zwei Sekunden nachladen. Obwohl ich das auch mit der Knarre hinkriege. Komm, lad nach. Jawoll, Penner! Jetzt nicht kaputt gehen, ey. Alter! Geh in Deckung! Yeah! MG-Spray, Baby! Boah! Ist das hier die Hölle, ey. Na, hauen sie ab. Servus Hendrix. Hinter die. Ah ne, das ist einer von uns. Hey, auf den Weg! Registriere Feindaktivität auf beiden Seiten. Gut. Ich denke, an dieser Stelle machen wir auch einen Cut und machen dann das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Spooky4F. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye.